Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 27, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Schwarz-Grün gefährdet Arbeitsplätze am Frankfurter Flughafen. Mehr Lärm in der Region durch subventioniertes Sozialdumping, Drucksache 19/4820 aus 19. Gemeinsam mit Tagesordnungspunkt 56, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend klare Flughafenstrategie der Landesregierung, Drucksache 19/4757 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erstes spricht Kollege Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Der Frankfurter Flughafen ist der Jobmotor der Region. Über 80.000 Menschen arbeiten im unmittelbaren Umfeld des Flughafens. Viele Zehntausende weitere Arbeitsplätze sind mittelbar von der internationalen Stellung des Frankfurter Flughafens, seiner Verkehrsanbindung im Rhein-Main-Gebiet, seiner Nähe zu Banken- und Finanzsektor sowie der engen Verzahnung mit der Stadt Frankfurt als Zentrum für Tagungen und Kongresse abhängig. Damit ist der Flughafen ein unverzichtbarer Eckpfeiler für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region und des Bundeslandes. Eine gute wirtschaftliche Entwicklung in Hessen ist ohne eine gute wirtschaftliche Entwicklung des Frankfurter Flughafens schwer vorstellbar. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder mit den ausbaubefürwortenden Fraktionen von CDU, SPD und FDP mehrfach und gemeinsam, Herr Ministerpräsident, betont. Entscheidend für diese Entwicklung war und ist die Systempartnerschaft zwischen Lufthansa und Fraport. Im wechselseitigen Vertrauen auf ihren Bestand haben die Beteiligten wechselseitige Investitionen in die Zukunft getätigt und Arbeitsplätze geschaffen. Die Zahl der Arbeitsplätze im engeren Umfeld des Flughafens hat sich seit 1980 mehr als verdoppelt. Während die Lufthansa die internationale Drehkreuzfunktion begründet und gestärkt hat, hat die Fraport die dafür erforderliche Infrastruktur ausgebaut. Die Entwicklung und die Erfolgsgeschichte des Frankfurter Flughafens findet ihre Quelle in der Wechselbeziehung von Lufthansa und Fraport. Diese Systempartnerschaft war in den letzten Jahren schon erkennbar brüchig. Inzwischen kommt es zu einer offenen Konfrontation. Das Land Hessen ist dabei Teil des Problems für diese Entwicklung. Sie verstecken sich in Ihrem Antrag, das habe ich gelesen, hinter zwei unabhängigen oder der Begründung zweier unabhängiger Unternehmen. Sie unterschlagen dabei, dass die Fraport alles andere als unabhängig ist, wenngleich als Aktiengesellschaft geführt. Das Land, also wir, sind der größte Anteilseigner der Fraport. Und deshalb haben wir eine besondere Verantwortung, wenn die Veränderung der Flughafenstrategie einseitig formuliert wird, ohne öffentliche Debatte, ohne die Auswirkungen auf Geschäftsmodelle im Blick zu haben, ohne die Auswirkungen auf die Konsequenzen für die Beschäftigung zu haben. Der Ministerpräsident hat in der vergangenen Woche in der FAZ die Lage wie folgt charakterisiert. Zwischen Eheleuten würde ein solches wichtiges, notwendiges Gespräch, das war am Samstag vor anderthalb Wochen, wohl unter der Überschrift Paartherapie angesichts einer gewissen Zerrüttung laufen. Dem Ministerpräsidenten fehlt es ganz offensichtlich ein bisschen an Fingerspitzengefühl für die Bedeutung und den Ernst der Lage, mit der, wenn er sie in dieser Art bagatellisiert und banalisiert. Hinter dem Konflikt stehen handfeste Differenzen, Herr Bouffier, über Strategie und Perspektiven. Wenn die Systempartnerschaft dauerhaft beschädigt wird, Lufthansa und Fraport mit unterschiedlichen Strategien ihren jeweiligen eigenen Problemen lösen wollen, wird das zu einem großen Problem für den Flughafen und anschließend für die gesamte Region. Der bisherige Flughafenkonsens von CDU, SPD und FDP, dem sich die GRÜNEN zwischenzeitlich faktisch durch Regierungshandeln angeschlossen haben, ist ein Kompromiss in der Abwägung zwischen den Interessen der Anwohner auf der einen Seite und den Interessen der Beschäftigten und des Unternehmens auf der anderen Seite. Als CDU-geführte Landesregierung haben Sie jetzt eine neue Variante eingeführt,
gegen Anwohner und Beschäftigte gleichermaßen. Das Motto lautet offensichtlich, wenn es schon mehr Lehrer geben muss, dann muss auch der Druck auf Löhne und Beschäftigte steigen. Wir werden uns jetzt sicher wieder erklären, dass die beste Landesregierung aller Zeiten und der Republik alles im Griff haben, weil Sie als Ministerpräsident wie immer alles im Griff haben. Wenn das stimmen würde, Herr Ministerpräsident, wäre es nicht zu einer solchen Eskalation zwischen Fraport und Lufthansa in den vergangenen Wochen gekommen. Und wenn Sie sich früher darum gekümmert hätten, waren Sie offensichtlich nicht sonderlich erfolgreich. Wie ernst die Lage ist, bringt der Lufthansa-Vorstand Harry Hofmeister auf den Punkt, der ebenfalls am selben Tag wie Sie die Öffentlichkeit über den Ausgang des Gesprächs informiert hat. Wörtlich: Man kann nicht höchste Sozialstandards für die Beschäftigten fordern und gleichzeitig Fluggesellschaften ködern, die solche Standards nicht erfüllen. Das passt nicht zusammen. Recht hat der Mann. Jetzt erklärt die Landesregierung, dass die Genehmigung des neuen Gebührenmodells, mit der die größte und aggressivste Heuschrecke in der Luftverkehrswirtschaft, nämlich Ryanair, an das Drehkreuz geholt wird, als alternativlos. Das Sozialpanel der Vereinigung Cockpit ist allerdings eindeutig, wenn man sich über die Frage des Sozialrankings bei den Airlines unterhält. Und wer von Ihnen die Gelegenheit hatte, am Montag die sehr ausführliche und hochspannende Dokumentation bei Phoenix über das Geschäftsmodell von Ryanair zu sehen, bekommt ein Gefühl, mit welcher Energie, um kein anderes Wort zu verwenden, mit welcher Energie versucht wird, Sozial- und Arbeitsstandards in Europa und in Deutschland zu unterschreiten. Jetzt erklärt die Landesregierung, dass die Genehmigung des neuen Geschäftsmodells, mit dem das eben so passiert ist, alternativlos sei. Entschiedener Widerspruch. Sie haben auf die Abänderung des ersten Entwurfs gedrungen. Wir erinnern uns sehr an das öffentliche Schauspiel in den ersten Tagen und etwas anderes durchgesetzt. Dafür haben Sie sich übrigens anschließend feiern lassen. Und wir erinnern uns sehr gut an dieses Schauspiel. Wir sagen Ihnen, wir sind sicher, dass Sie weitere Veränderungen hätten durchsetzen können, wenn Sie gewollt gewesen wären. Zum Beispiel, dass diese Subventionierung auf bestehenden Flugverbindungen nicht Anwendung findet, sondern nur auf neuen Flugverbindungen. Aber jetzt subventionieren Sie nichts anderes als unfairen Wettbewerb, faktisch aus der Steuerkasse, weil Sie eben dort subventionieren und es am Ende zu weniger Ausschüttungen kommen kann, auf Strecken, in denen es derzeit bestehende Verkehre zu bestehenden Sozialbedingungen gibt. Und diese Form des unfairen Wettbewerbs halten wir für falsch. Ich kenne kein anderes Bundesland, keinen anderen Flughafen, wo die Systempartnerschaft, die jahrzehntelang für die Entwicklung verantwortlich war, so sträflich vernachlässigt wurde. Aber Ihre gesamte Flughafenaufstellung folgt ja auch weniger den Prinzipien der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Insbesondere Ihnen will ich das sagen, Herr Ministerpräsident, Sie besetzen ja Schlüsselfunktionen überwiegend nach parteipolitischen Funktionen und weniger nach strategischer Ausrichtung. In München ist der amtierende Finanzminister Aufsichtsrat des Münchner Flughafens. In Hessen ist es Karl-Heinz Weimar. Sicher hat er seine Verdienste, aber er ist längst nicht mehr Teil des aktiven Betriebs. Den Aufsichtsrat der Fraport muss der amtierende Finanzminister Hessens führen, damit die aktuellen politischen Entwicklungen und die Verantwortlichkeit der Landesregierung für die Gesamtentwicklung endlich wieder in das Zentrum der Landespolitik gehören. Ich will mit Blick auf Ihre Erwiderung drei Punkte ansprechen. Ich höre nämlich jetzt schon Ihre Ausreden. Erstens Ryanair und Frankfurt Hahn. Wer ernsthaft ein Konversionsprojekt im Hunsrück mit dem Frankfurter Flughafen vergleicht, der hat nun wirklich nichts verstanden. Zweitens. Billig-Airlines muss man auch zulassen, wegen Nachfrage und Entwicklung in der Luftverkehrswirtschaft. Stimmt, das habe ich übrigens auch häufiger gesagt. Aber die Regeln und Bedingungen, unter denen man sie ansiedelt, die können wir beeinflussen. Und da haben Sie nicht geliefert, in aller Klarheit. Und das dritte Argument, der Ministerpräsident hat wie immer alles im Griff. Dazu habe ich vorhin schon etwas gesagt, und deswegen brauche ich das jetzt nicht mehr weiter auszuholen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, der drohende Abzug von Teilen des Interkontinentalverkehrs aus Frankfurt bedroht unmittelbar auch die komplexe Umsteigestruktur und den Erhalt von sicheren Arbeitsplätzen sowie die Sicherung von Arbeitsbedingungen am Flughafen, insbesondere auch bei den Bodenverkehrsdiensten. Ich will das offen sagen. Wir haben große Sorge,
dass eine isolierte Konzentration auf eine Billigstrategie die Basis für eine nachhaltige Entwicklung des Frankfurter Flughafens gefährdet. Der dauerhafte Erfolg des Frankfurter Flughafens liegt eben in der Weiterentwicklung der Systempartnerschaft. Die Billigstrategie kann eben nur eine Ergänzung des Geschäftsmodells sein. Aber da muss man zumindest ein Fragezeichen machen, ob das wirklich noch so gemeint ist. Sie gefährden auch den weitreichenden gesellschaftlichen Konsens zum Flughafenausbau. Und das will ich am Ende in aller Deutlichkeit sagen, in Form des Mediationsergebnisses. Zentraler Ausgangspunkt für die Grundentscheidung war und ist die Zukunftssicherung von Ausbildung und Arbeit. Im Zuge der Neuplanung um das Terminal 3 ist deutlich geworden, dass der Neubau anderen Zwecken dienen soll als geplant, zumindest in Teilen. Sie haben alle die Debatte um die Frage eines Low-Cost-Teils im T3 gehört und auch die Rolle des Wirtschaftsministeriums dabei zur Kenntnis genommen. Die gleichzeitige Zunahme von Flugbewegungen und Lärm und die Bedrohung von Arbeitsplätzen in der Region untergraben aber die Ausbaustrategie, wie wir sie hier gemeinsam miteinander diskutiert und beschlossen haben. Deswegen möchte ich Sie am Ende wirklich eindringlich davor warnen. Das Geschäftsmodell und die Aufgabe zum Ende. Letzter Satz. Möchte ich Sie am Ende ausdrücklich davon verwarnen, dieses Thema weiter treiben zu lassen und sich endlich wieder engagiert für die Weiterentwicklung des Frankfurter Flughafens einzusetzen. Dazu gehört auch, dass Ihre personelle Aufstellung im Aufsichtsrat eine deutlich andere werden muss, als sie derzeit ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Boddenberg für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Schäfer-Gümbel, ich will zunächst einmal sagen, das meine ich überhaupt nicht und will ich gar nicht ironisch verstanden wissen. Es ehrt Sie, dass Sie sich Sorgen machen, weil Sie völlig zu Recht eingangs die Bedeutung des Frankfurter Flughafens angesprochen haben. Und das muss ich nicht wiederholen. Ich darf aber schon auch Ihre Formulierung aufgreifen und sagen, ja, bei aller Ernsthaftigkeit der aktuellen Diskussion zwischen Fraport und Lufthansa behaupte ich einmal, diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben die Dinge im Griff. Und dafür werde ich gleich einmal ein paar Beispiele bringen, Herr Schäfer-Gümbel. Zunächst einmal will ich feststellen, es steht völlig außer Frage, dass die Systempartnerschaft zwischen Fraport und Lufthansa das Asset der Entwicklung des Frankfurter Flughafens und auch des mit Abstand größten Unternehmens hier in Hessen ist, der Lufthansa AG mit 37.000 Beschäftigten. Wissen wir, woran wir sind, wenn es um die Frage der zukünftigen Perspektive auch für die Lufthansa geht, eben nicht nur für die Fraport. Ich will sagen, das bitte ich denn ernst zu nehmen, Herr Schäfer-Gümbel. Ich bin auch kein Verteidiger von Low-Cost-Carriern und auch nicht von Ryanair. Ich glaube, da müssen wir nicht streiten. Ich komme später noch einmal darauf zurück. Ich will sagen, an der wesentlichen Ausrichtung des Flughafens als Premium-Anbieter im Hubverkehr wird auch nicht gerüttelt. Das wird auch weiterhin die zentrale Entwicklung des Frankfurter Flughafens ausmachen. Aber, und da würde ich dann gerne ein bisschen tiefer einsteigen, Herr Schäfer-Gümbel, wir können an den Entwicklungen nicht so einfach vorbeigehen. Sie haben das mit wenigen Sätzen versucht. Aber ich will das schon noch einmal ein bisschen detailhafter ansprechen, was sich denn da global und im europäischen Luftraum tut. Die Lufthansa hat zunächst einmal das Problem, dass sie im globalen Wettbewerb steht und wir in der Vergangenheit und auch aktuell erhebliche Unwuchten in diesem Wettbewerb haben. Das betrifft zum einen die Airlines am Persischen Golf. Es gibt amerikanische Studien, die sagen, dass die drei großen Airlines dort in ihrer Entstehung oder seit ihrer Entstehung insgesamt 42 Milliarden Dollar an Subventionen erfahren haben. Für die unterschiedlichsten Dinge, mir fehlt jetzt die Zeit, darauf einzugehen, aber manches ist nachvollziehbar. Wir hatten in den US-amerikanischen oder bei den US-amerikanischen Airlines Insolvenzverfahren nach dem Chapter 11. Was nichts anderes bedeutet, als dass man sich von allen kostenträchtigen Verträgen lösen konnte und am Ende grundsaniert wieder auf den Markt zurückkam, vorher eigentlich hätte einen glasklaren Konkurs anmelden müssen. Diese Insolvenzverfahren hätte es so in Deutschland nicht gegeben. Lufthansa war Gott sei Dank nie in dieser Situation, aber hat damit zu tun, dass die amerikanischen Airlines gestärkt aus diesem Verfahren gegangen sind. Wir haben ein erhebliches Wachstum beim Kurzstrecken- und Urlaubsflug, meine Damen und Herren. Und wir haben vor allen Dingen ein erhebliches Wachstum der Low-Cost-Carrier.
die in den letzten 10 Jahren 16% im Schnitt in Europa gewachsen sind, während die Netzwerk-Carrier, zu denen also auch die Lufthansa gehört, ein Wachstum von 2 bis 3% hatten. Heute macht dieser Verkehr der Billig-Airlines, wenn ich das so salopp sagen darf, 41% des europäischen Flugverkehrsaufkommens auf. Mit der Folge, dass Ryanair mittlerweile mehr Passagiere transportiert als Lufthansa. Das finde ich mehr als ärgerlich, und darüber haben wir auch weiterhin nicht nur heute zu reden. Was bedeutet das für Frankfurt, Frau Faeser? Für Frankfurt bedeutet das, dass wir einen Wettbewerb hinnehmen müssen und diese Herausforderung annehmen müssen und nicht nur zugucken können. Und zu dem ganzen Spiel dieses Wettbewerbs gehört auch die Lufthansa. Gehört die Lufthansa mit Eurowings, und wenn Sie eben zu Recht Herrn Hofmeister zitiert haben, mit dem ich gerade letzte Woche noch lange gesprochen habe, dann gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu, dass Lufthansa bei seiner Tochter Eurowings, was die Frage der Vergütungsstrukturen für die Piloten und Crewmitglieder, na ja, nicht ganz bei dem Level ist, wie wir es von Lufthansa ansonsten gewohnt sind. Ich lasse es alles weitere weg. Also, Lufthansa wird eins jedenfalls nicht behaupten können, dass Sie diese Entwicklung ignorieren können. Und genauso kann es nicht Frankfurt, denn wir verlieren mittlerweile auch Passagiere, wenn Sie sich einmal den Radius 200 km, der immer Gegenstand unserer Betrachtungen war, wenn es um die Point-to-Point-Verkehre ging in der Vergangenheit, anschauen. In den letzten Jahren jeweils 1 Million Passagiere an andere deutsche Flughäfen, übrigens von Köln bis zu an Flughäfen, wo Eurowings intensiv unterwegs ist. So, und weil das so ist, komme ich zu der Lösung, die wir sehen, Frau Faeser, nämlich, dass beides durchaus gut miteinander geht. Und da kann man sich das Beispiel Amsterdam mal anschauen. Dort haben wir mit KLM einen Homecarrier, und dort haben wir mittlerweile immerhin 19% Anteil von Low-Cost-Carriern am gesamten Aufkommen. In Frankfurt liegen wir bei ca. 2. Übrigens in München, das Sie erwähnt haben, Herr Schäfer-Gümbel, Sie kennen die Zahlen, bei 8 bis 9%. Dort kommt jetzt die Lufthansa mit Eurowings auf den Markt und hat gerade Transavia dort vom Markt verdrängt. Also, Sie gehen in das gleiche Marktsegment. Und jetzt frage ich Sie allen Ernstes, wollen Sie von einem Management von Fraport erwarten, dass die zuschauen und sagen, ja, wir können halt nichts ändern, es ist so, wie es ist, und wir machen unser Tagesgeschäft, aber wir lassen die Dinge so irgendwie laufen, wo sie hinlaufen. Ausgeschlossen, dass ein Management ein verantwortlich ist, das für die Arbeitsplätze, die Sie genannt haben, verantwortlich ist und für deren Stabilität in der Zukunft sich so verhält. Und deswegen halte ich es zunächst einmal für völlig richtig, dass man sagt, liebe Airlines, lieber Markt, auch wir brauchen diesen Verkehr hier in Frankfurt am Main. Und da hat sich Ryanair nun einmal bewegt, übrigens auch, wie Sie wissen, mit einer mittlerweile neuen Geschäftsstrategie im Vergleich zu früher. Da sind Sie nämlich nur vom Hahn geflogen. Und weil wir gerade dabei sind, also Herr Schäfer-Gümbel, so leicht lasse ich Sie da nicht davonkommen, was das Thema Ryanair anbelangt. Ryanair fliegt von Hamburg. Ich glaube, da ist Herr Scholz, Sozialdemokrat, mitverantwortlich. Ryanair fliegt von Berlin. Da gibt es, glaube ich, einen regierenden Bürgermeister Müller, ebenfalls Sozialdemokraten. Ryanair fliegt von Köln ohne Ende mit einer Ministerpräsidentin Kraft. Ich kenne keine einzige Bemerkung dieser Ministerpräsidenten, die sich mit Ryanair so auseinandersetzen, wie Sie das hier in Ihrer Oppositionsrolle tun. Und Ihr Kollege Landesvorsitzender Lewenz, der feiert vor 2 Jahren das 15-jährige Jubiläum mit Ryanair am Flughafen Hahn. Ja, sind die Menschen, die in den Fliegern auf dem Hahn fliegen, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, andere als die, die möglicherweise demnächst in Frankfurt fliegen? Ich sage nein. Herr Lewenz spricht von einer fantastischen Entwicklung. Von einer fantastischen Entwicklung, Herr Schäfer-Gümbel. Und ich halte es für inakzeptabel, dass Sie das dort völlig ausblenden und hier thematisieren. Ich habe von der Systempartnerschaft, Frau Faeser, gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass das in Amsterdam funktioniert. Ich bleibe noch bei dem Beispiel. Ich komme gleich auch noch zum Aufsichtsrat ganz kurz. In Amsterdam hat es die Zulassung der Low-Cost-Carrier durch den Flughafen gegeben. Dann gab es ein enormes Wachstum, und dann sind die Flughafenentgelte für alle, auch für KLM, gesenkt worden. Davon hat KLM profitiert. Und genauso ist das der Plan hier in Frankfurt am Main. Also erst einmal für ein ordentliches Wachstum sorgen, damit Kostenregression zu haben, um Entgelte senken zu können. Dann gab es ein insgesamt deutliches Wachstum auch für KLM und am Ende des Tages eine Systempartnerschaft zwischen Flughafen Amsterdam, KLM, unter Einbindung dieses Low-Cost-Verkehrs, wie ich ihn eben beschrieben habe.
So, und das ist die Reihenfolge und nicht das ständige Rufen nach Entgeltminderung bei gleichzeitiger Forderung. Das gilt auch in Richtung Lufthansa, was ich hier sage, dass die Funktionalität des Flughafens ständig verbessert wird, dass es enorme Investitionen in Services und anderes, also eben in dieses Premium-Segment gibt, was dann auch Geld kostet und was die Fraport naturgemäß als Gebühren an die Airlines, damit auch an die zwei Drittel des gesamten Geschäfts fliegenden Airline Lufthansa weitergeben muss. Und zu der Genehmigung, glaube ich, ist schon viel gesagt worden. Da wird nachher die Landesregierung einiges dazu sagen. Der Minister hat sich an geltendes Recht zu halten. Und er hat sich, wenn es um Ryanair geht, weniger mit der Frage zu beschäftigen, wie sieht deren Sozialverhalten aus. Da müssten wir uns übrigens, da habe ich auch nichts von Ihnen gehört, mal mit den Airlines beschäftigen, die heute schon Frankfurt anfliegen. Wollen wir uns einmal anschauen, was denn die Arbeitsbedingungen bei Qatar Airways sind? Wollen wir uns einmal anschauen, wie die Arbeitsbedingungen bei der russischen Airline ist, die wir hier hin und wieder auch thematisiert haben, wo nach Kleidergrößen und Körpergrößen eingestellt wird, meine sehr geehrten Damen und Herren, und bei Qatar Airways eine Heiratserlaubnis beim Arbeitgeber eingeholt werden muss. Also, wenn wir da einsteigen, haben wir viel zu tun, können wir gerne zukünftig machen. Ich will sagen, diese Landesregierung hat einen Verwaltungsakt auf dem Tisch gehabt und hat eine Genehmigung nicht zu versagen, wenn dieser Antrag der Fraport geltendem Recht entspricht. Und nichts anderes ist passiert. Und ich will ausdrücklich sagen, und ich komme zum Schluss, ich will ausdrücklich sagen, dass es offenkundig ist und auch von uns nicht verleugnet wird, von CDU und GRÜNEN, dass wir in der Frage, was ist denn die Entwicklung des Frankfurter Flughafens in der Vergangenheit und wo soll das hin, durchaus unterschiedliche Auffassungen haben. Das ist doch gar kein Geheimnis. Matthias Wagner hat zu Recht kritisiert, aus seiner Sicht zu Recht, dass das mit Ryanair nicht dem entspricht, was man sich eigentlich vorstellen kann. Ich habe dort eine andere Auffassung, aber wir haben beim Flughafen grundsätzlich andere Auffassungen. Aber, Herr Schäfer-Gümbel, mein Gefühl ist, am Schluss will ich das sagen, Sie ärgern sich über ein paar Dinge, massiv in diesen Tagen. Sie ärgern sich darüber, dass diese Koalition mit dieser sehr unterschiedlichen Aufstellung in dieser so wichtigen Frage so professionell und am Ende erfolgreich umgeht, wie wir es tun. Sie ärgern sich darüber, dass es eine Entwicklungsperspektive für diesen Flughafen gibt. Sie ärgern sich darüber, dass es uns gelingt, den Menschen mehrheitlich zu sagen, und das werden immer mehr, die das auch spüren, dass wir bei der Lärmreduzierung einen Schritt nach dem anderen gehen. Wir werden sicherlich demnächst über Lärmobergrenzen reden. Sie wissen doch gar nicht, wovon ich rede, Herr Schäfer-Gümbel. Sie wohnen in Gießen, 50 oder 80 km weit weg. Ich wohne drunter. Meine Nachbarn, mit denen ich darüber rede, kommen genau zu diesem Schluss, den ich gerade angesprochen habe. Sie ärgert, Herr Kollege Boddenberg, stimmen Sie zum Schluss kommen. Aber dass Herr Lewenz eine völlig andere, aus Ihrer Sicht ist das ja eine völlig ignorante Politik betreibt, wenn es um Ryanair geht. Und nicht zuletzt, Herr Präsident, ich muss den Satz noch loswerden, weil Sie den Aufsichtsrat angesprochen haben. Also Personalpolitik ist erst einmal Angelegenheit der Landesregierung. Und ich finde es nach wie vor in Ordnung, dass die Landesregierung diesen Aufsichtsrat parteiübergreifend besetzt. Ich glaube, da ist auch ein Sozialdemokrat dabei, wie Sie wissen. Und zwar von uns. Von uns, mehrere, aber einer, der heißt, glaube ich, Klemm und sitzt immer noch im Aufsichtsrat. Aber die SPD hat auch einen Aufsichtsrat, der heißt Oberbürgermeister Feldmann. Und wenn Sie den Geschäftsbericht, den empfehle ich zur Lektüre, mal lesen, lesen Sie mal den Geschäftsbericht, der an einer Stelle zu der Auffassung kommt, dass alle Mitglieder des Aufsichtsrates, wo über die Politik des Unternehmens gestritten und auch diskutiert wird, alle Mitglieder des Aufsichtsrates bei mehr als der Hälfte aller Sitzungen zugegen war, außer Herr Oberbürgermeister Feldmann. Meine Kolleginnen und Kollegen, Herr Schäfer-Gümbel beschäftigt sich hier mit der Leistung des Aufsichtsratsvorsitzenden und hat beim zweitgrößten Anteilseigner, Herrn Feldmann, der dort die Stadt Frankfurt vertritt, völlig vergessen, Herr Kollege. Beschäftigen Sie sich erst einmal mit den innerparteilichen Strukturen der SPD und dann mit der Regierung hier in Wiesbaden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Boddenberg. – Das Wort hat der Abg. Lenders, FDP-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn mir die Kollegen den Vortritt lassen, will ich das gerne aufgreifen und das versuchen, jetzt hier auch mal wieder ein bisschen herunterzubieben. Ich fange, glaube ich, bei meiner Rede mal von hinten an. Das, was uns jetzt hier am meisten aufregt, ist ja, glaube ich, nicht so sehr die Frage, wie das Geschäftsmodell der Fraport aussieht. Ich glaube, das sollte keiner infrage stellen wollen.
Das Geschäftsmodell, der Kollege Boddenberg hat es eben schon gesagt, das ist ein Premium-Flughafen, das ist ein internationales Drehkreuz, das ist ein Flughafen, der Fracht und Passagiere befördert, mit einer starken Systempartnerschaft mit der Lufthansa. Und, meine Damen und Herren, dass die Fraport und die Vorredner haben das ausgeführt, allerdings ihre Strategie anpassen muss, das sollte wohl jedem hier im Hause klar sein. Meine Damen und Herren, und Herr Boddenberg hat zu Recht darauf hingewiesen, wir als Anteilseigner haben nahezu die Pflicht, den Vorstand dazu ermahnen, seine Strategien anzupassen. Und das Gleiche gilt für den Aufsichtsrat, Herr Kaufmann. Sie sind da genauso in der Verpflichtung, die Strategien darauf auszurichten, dass der Fraport wächst, dass die Menschen dort einen Arbeitsplatz haben und dass das weiterhin ein Erfolgsmodell bleibt. Meine Damen und Herren, Strategie anpassen. Alle großen europäischen Flughäfen arbeiten mittlerweile mit Low-Cost-Airlines zusammen. Vielen Dank, Herr Kollege. Aktuell sind 20 Low-Cost-Airlines auf dem deutschen Markt aktiv. Das hat auch die Lufthansa mit der Germanwings und der Eurowings. Meine Damen und Herren, wenn man Podiumsdiskussionen verfolgt und die Condor sagt, wir sind sozusagen als Condor der Erfinder des Billigfliegens, auch respektvoll. Meine Damen und Herren, alle großen Airlines reagieren, fahren mehrere Marktstrategien von Low-Cost bis zur Premium. Über 30% des gesamten deutschen Luftverkehrsaufkommens rechnet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt den Low-Cost-Segment zu. Meine Damen und Herren, wir müssen auf diese Strategien. Die Fraport muss neue Strategien entwickeln, um auf diese veränderten Veränderungen im Markt zu reagieren. Meine Damen und Herren, Kollege Boddenberg hat es gesagt, meistens entzündet sich die Diskussion eben am Unternehmen Ryanair, die zum größten Teil, und Herr Schäfer-Gümbel, das ist nun einmal so, zum größten Teil von Flughäfen starten, wo sozialdemokratische Ministerpräsidenten regieren. Na, das weiß ich jetzt nicht, aber meine Damen und Herren, dass vor allen Dingen die Diskussion an dem Unternehmen Ryanair entzündet, kann man nachvollziehen. Ryanair unterläuft vielfach soziale Standards. Sie nutzen, ich sag mal, sehr freimütig sämtliche Spielräume aus, die die europäische Gesetzgebung hergibt. Meine Damen und Herren, und das ärgert mich dann auch als freier Demokrat, dass so ein Unternehmen, das so schamlos seine Möglichkeiten ausspielt, quasi die Politik auf den Plan ruft, und das machen die. Und wir werden als Politik auch darauf reagieren müssen. Also SPD wie CDU haben das im Grunde ja unterschwellig schon angekündigt, dass man sich damit mal beschäftigen muss. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen auch die EU gefordert, die hier in der Frage der Gesetzgebung, also wie kann man solche, ich sag mal, Ausnutzung von Spielräumen, die eben in keinerlei im Sinne mehr von Politik sein können, wie kann man das wieder in den Griff kriegen und wie kann man mit Ryanair wieder ein Unternehmen schaffen, was sich eben klar den sozialen Standards in Europa auch verpflichtet. Meine Damen und Herren, es ärgert mich auch, wenn solche schwarzen Schafe eben solche Diskussionen hervorrufen, wie wir sie jetzt hier im Moment dann auch führen. Und ich glaube, dass wir bei Ryanair, was die Frage anbelangt, wo ist da der Gesetzgeber gefordert, bei deren Geschäftsmodell, dass sie uns da durchaus sogar im Boot haben. Aber bei der Frage, was mache ich mit der Fraport, wenn ein Unternehmen Ryanair sich jetzt hier neu am Standort Flughafen Frankfurt etablieren will, und gelten dann für dieses Unternehmen die gleichen Konditionen wie für alle anderen Unternehmen, die eben mehr Flugbewegung, mehr Fluggäste erzeugen können, kann ich nur sagen, nach meiner Einschätzung her, hat der hessische Wirtschaftsminister hier nach Recht und Gesetz gehandelt. Er hat hier keinen Fehler gemacht. Er hat hier keinen Fehler gemacht. Ich glaube gar nicht, dass er hätte anders entscheiden können. Hätte er anders entschieden, hätte das mit Sicherheit auch die Wettbewerbsbehörden mal auf den Plan gerufen.
Meine Damen und Herren, klar muss aber auch sein, dass diese Konditionen, die Ryanair jetzt bekommt für 3 Jahre, bitte das nicht vergessen, das sind Konditionen, die bekommen die für 3 Jahre und dann laufen diese Konditionen auch aus, dass das auch für jedes andere Unternehmen gelten muss, auch für ein Unternehmen wie die Lufthansa, wenn sie mit ihrer Tochter neues Geschäft und neue Passagiere am Frankfurter Flughafen generieren. Wenn das die Grundlage, wenn das die Geschäftsgrundlage ist und die Eurowings nach Frankfurt kommt, dann begrüßen wir das sehr. Und wenn sie neue Flugzahlen, wenn sie neue Passagiere an den Standort holen, dann brauchen die auch die gleichen Wettbewerbsbedingungen wie jedes andere Unternehmen auch. Meine Damen und Herren, ich bin an der Stelle dem Ministerpräsidenten durchaus dankbar, dass er sich dort eingeschaltet hat. Denn wenn Sie sich, Herr Schäfer-Gümbel, Sie sagen, es war überfällig geschenkt, aber er hat es gemacht. Ich finde das eher ein bisschen. Muss man jetzt hier auch nicht kritisieren, wann oder wo der richtige oder falsche Zeitpunkt war. Alleine, wenn Sie sich mit dem Unternehmen Lufthansa oder mit der Fraport unterhalten, merken Sie, wie schwer die Diskussion ist und wie schwer diese Verhandlungen über Konditionen, wie stark das festgefahren ist. Und Herr Kollege Boddenberg war ja dabei, diese Diskussion am Frankfurter Flughafen von der VU. Da muss man schon sagen, da sind viele Argumente für den einen, für den anderen. Wahrscheinlich kann nur jemand wie der Ministerpräsidenten dann in so einer Situation dann noch versuchen, da Einfluss zu nehmen. Und ich finde es richtig, dass er es gemacht hat. Meine Damen und Herren, das sollten wir nicht kritisieren. Es bleibt dabei, die Fraport muss einen Wandel vornehmen, was die Ausrichtung anbelangt, also ihre Strategien neu ausrichten. Ich kann nicht erkennen, dass aber die Fraport deswegen ihr Geschäftsmodell infrage stellt. Dass wir bei dem Bau des Terminal 3 noch relativ frei sind, wie dieser Terminal ausgerichtet wird, dass er jetzt irgendwo sozusagen Spielball wird für irgendeine Theorie, dass wir hier ein anderes Geschäftsmodell entwickeln. Meine Damen und Herren, der Terminal 3 steht jeder Fluggesellschaft offen. Jeder kann dort daran teilhaben, kann sich dort bewerben und kann von diesem Terminal aus zukünftig sein Geschäft betreiben. Meine Damen und Herren, wenn Sie mich fragen, wo denn die Schwierigkeiten sind, man denke an die Alitalia, da müssen wir uns auch einmal fragen, was wir denn als Politik auch an Problemen den Fluggesellschaften bereitet haben. Und in Deutschland nenne ich dort als erstes Mal die Flugverkehrssteuer. Und das ist eine Forderung hier von dieser Stelle an beide Parteien, CDU und SPD, die Flugverkehrssteuer endlich abzuschaffen. Dazu haben Sie in Berlin die Möglichkeit. Wir dürfen keine weiteren Kapazitätsbeschränkungen zulassen. Meine Damen und Herren, Marius Weiß, da gehört auch ein Lärmdeckel dazu. Auch das gilt es zu verhindern. Wir brauchen mehr Flexibilität, was den Airport anbelangt. Und wir brauchen auch mehr Steuerungsmöglichkeiten der Fraport. Was die Sicherheitsdienste anbelangt, meine Damen und Herren, das wäre ein Vorteil für die Fraport, weil sie einen höheren Service den Fluggästen anbieten kann. Wir brauchen wettbewerbsfähige Preise. Wir brauchen einen wettbewerbsfähigen Flughafen in Frankfurt, meine Damen und Herren. Und wir brauchen fairen Wettbewerb auch unter den Fluggesellschaften. Und Ryanair hat hier noch einen ganz hohen Nachholbedarf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat der Abg. Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir diskutieren hier entsprechend dem Antrag der SPD im Kern dasselbe Thema heute wie bereits am 24. November. Damals formulierte die SPD, ich zitiere, im Antragstext Nein zu Sozialdumping durch Ryanair. Und wir hatten danach, Sie werden sich erinnern, eine sehr intensive Debatte, wo unter anderem dann auch der
Vorsitzende der SPD, Herr Kollege Thorsten Schäfer-Gümbel, klar und deutlich zugegeben hat, ich zitiere aus dem Protokoll, wir haben den Minister ausdrücklich nicht aufgefordert, die Entgeltordnung abzulehnen. Zitat Ende. Heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir aus demselben Mund hier vernommen, dass man das alles auch hätte anders machen können. Nein, anders machen müssen, nach Auffassung des Kollegen Schäfer-Gümbel. Da kann man doch mal wieder nur feststellen, das ist die übliche sozialdemokratische Widersprüchlichkeit. Ja, was denn nur, Herr Schäfer-Gümbel? Ich darf Sie in dem Zusammenhang noch darauf hinweisen, dass es ein Genehmigungsverfahren ist, um das es ging, und die Genehmigung nach der Rechtslage erteilt werden muss, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Der Kollege Lenders hat schon darauf hingewiesen, ein Ermessen oder gar eine politische Entscheidung gibt es in dieser Frage nicht. Und insoweit hat das Verkehrsministerium völlig zu Recht den Antrag der Fraport genehmigt. Und Sie wissen auch, dass es nicht darum ging, dass das Ministerium oder gar die Politik irgendwelche Rabatte oder Subventionen gar gefordert hätte, sondern dass das der Antrag des Unternehmens war. Der Antrag des Unternehmens wurde insoweit korrigiert, als der ursprüngliche nicht rechtmäßig war, weil er nicht diskriminierungsfrei war. Und der andere, der nachgeschobene, dann genau das war und deshalb genehmigt werden musste. Es sei denn, man muss Ihre Worte so verstehen, verehrter Kollege, dass Sie das Ministerium zum Rechtsbruch auffordern. Das unterstelle ich Ihnen ausdrücklich nicht. Meine Damen und Herren, ein zweiter Punkt, den der Kollege Schäfer-Gümbel in seiner Rede sozusagen so dramatisch zurückgewiesen hat. Natürlich ist es richtig, nicht Frankfurt mit Hahn zu vergleichen, verehrter Kollege. Das tut auch niemand. Aber die Firma Ryanair kann man mit sich selber mit der Firma Ryanair vergleichen, denn es ist dieselbe Firma. Und insoweit ist es doch in der Tat dann richtig, dass Ihre Parteifreunde links des Rheins die von Ihnen hier und heute titulierte Heuschrecke geradezu nicht nur loben und hätscheln, sondern dankbar sind und öffentlich sich selber dafür loben, wie gut sie zusammenarbeiten. Und es gibt auch Zitate, die kennen Sie ebenfalls, wo da herausgehoben wird, wie viele Arbeitsplätze diese Heuschrecke am Hahn und damit in Rheinland-Pfalz gesichert hat. Diese Widersprüchlichkeit sollten Sie vielleicht einmal erklären und nicht anderen versuchen, in die Schuhe zu schieben, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich komme zurück nach Hessen. Der Flughafenausbau in Frankfurt wurde stets von einer Mehrheit, das ist auch schon hier genannt worden, dieses Hauses unterstützt. Und wir GRÜNE waren immer mit vielen guten Argumenten dagegen. Die SPD war im Gegensatz zu uns gemeinsam mit CDU und FDP immer dafür. Ich glaube, dieser Fakt ist unstrittig. Hat auch niemand bestritten. Dies ist ja auch deshalb nichts Neues. Aber ich denke, man darf schon daran erinnern, wenn es um die Frage geht, und um die geht es heute ja auch, wie es mit den Folgen des Flughafenausbaus für die Menschen in der Region wohl weitergeht. Denn da nehmen wir GRÜNE für uns in Anspruch, dass wir stets vor den Folgen in dem Prozess der Diskussion seinerzeit hier leider vergebens gewarnt haben, aber dass wir jetzt uns nicht davor drücken, nachdem der Ausbau Realität ist, uns eben dieser Realität zu stellen und damit zu befassen, wie die Belastungen durch den Flugverkehr, die auch damit gefördert wurden mit dem Ausbau, wie die reduziert werden können. Und deshalb, meine Damen und Herren, sind wir durchaus sehr zufrieden mit dem Koalitionsvertrag mit der CDU, weil wir dort entsprechende Maßnahmen vereinbaren konnten. Und wir freuen uns auch, Sie können jetzt wieder so heftig lachen, voller Respekt natürlich wie vorhin, wir freuen uns auch über die bereits realisierten Erfolge, wie z.B. die Lärmpausen. Denn damit wird ganz vielen Menschen in der Region eine Stunde mehr Nachtschlaf gegeben. Und das ist nicht klein zu achten, meine Damen und Herren. Und wir setzen mit Engagement unseren Einsatz fort. Und deswegen darf man das Stichwort Lärmobergrenzen durchaus erwähnen. Und Ihr Gelächter, verehrter Kollege Schäfer-Gümbel, rührt wohl daher, dass Sie selber keinerlei Konzept und keinerlei Idee haben, wie man diesen Punkt, der schon im Mediationsverfahren festgelegt wurde, jetzt endlich realisieren könnte.
meine Damen und Herren, was wir GRÜNE unter den gegebenen Randbedingungen erreichen wollen und in der Regelung zusammen mit der Regierung zusammen mit unserem Koalitionspartner umsetzen, das sollte eigentlich allen klar sein. Es steht ja auch im Vertrag. Und deswegen gehört definitiv nicht dazu, auch wenn Sie in Ihrem Antrag das anders suggerieren, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, es gehört nicht die Gefährdung von Arbeitsplätzen dazu. Und deswegen wäre es doch angezeigt gewesen, dass Sie diese Behauptung, die im Antrag steht, wenigstens ansatzweise versucht hätten, mit irgendeinem Hinweis zu begründen. Es gibt, ich habe nichts davon gehört, dass Sie es begründen könnten. Der Antrag der SPD wirkt dagegen eher ziemlich konfus. Ich darf zitieren. Eine einseitige Beeinflussung der Entwicklungsstrategie durch Fraport, davon ist die Rede. Verehrter Kollege Schäfer-Gümbel, da drängt sich doch die Frage auf, wer nach Ihrer Auffassung denn die Strategie des Unternehmens Fraport bestimmen soll, wenn nicht das Unternehmen selbst. Also nach unserem Verständnis der gesetzlichen Vorschriften sind dafür Vorstand und Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft zuständig, aber gewiss nicht die Landesregierung oder gar Schwarz-Grün. Und im Übrigen möchte ich Stichwort Aufsichtsrat daran erinnern, dass der Aufsichtsrat der Fraport AG mehr Mitglieder, die Ihrer Partei angehören, enthält als Mitglieder der beiden Regierungsparteien insgesamt. Und das Problem, dass dort nicht hinreichend oder möglicherweise nicht hinreichend Präsenz ist, hat der Kollege Boddenberg ja bereits aus dem aktuellen Geschäftsbericht der Fraport AG zitiert. In der Tat, der führende sozialdemokratische Politiker im Aufsichtsrat hat nicht an mehr als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen. Und da kann es natürlich sein, dass dann die eine oder andere Diskussion an ihm vorbeigegangen ist und deshalb auch bei Ihnen vielleicht nicht ganz richtig angekommen. Meine Damen und Herren, deshalb möchte ich ein bisschen zur Beruhigung der Sozialdemokratie vielleicht beitragen. Zwei Bemerkungen. Erstens. Am Markt ist die Bewertung von Lufthansa derzeit besser als in den letzten 12 Monaten, und Fraport steht zurzeit im Kurs sogar auf einem Allzeithoch von über 72 € je Aktie und hat eine Marktkapitalisierung von rund 6,7 Milliarden €. Bei Lufthansa sind das 7,4 Milliarden €. Das sind jetzt nicht unbedingt beängstigende Zahlen. Zweitens. Die Beschäftigtenzahlen bei Lufthansa sind nach der Einigung mit der Pilotengewerkschaft auf Expansionskurs. Und auch bei Fraport gibt es keinerlei Einbrüche, sondern große Stabilität bei der Beschäftigung, und zwar bei rund 21.000 Beschäftigten, also etwas mehr als 25% aller am Standort in Frankfurt insgesamt Beschäftigten. Also, die empirischen Daten belegen zumindest nicht das, was hier von der SPD behauptet wurde. Meine Damen und Herren, anmerken möchte ich noch, und das sollten Sie wissen, dass die GRÜNEN natürlich wie die gesamte Koalition für die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens stehen, und zwar ebenso wie für seine Umgebungsverträglichkeit, und wir deshalb die positive Entwicklung unter Maßgabe beider Kriterien ermöglichen wollen. Und genau diese Aspekte lassen es auch notwendig erscheinen, die neuerlich angekündigten Pläne der Fraport AG genauer anzuschauen. Wir kennen sie bisher nur im Wesentlichen aus Presseberichten, und das dürfte noch etwas zu wenig sein, um eine abschließende Bewertung vorzunehmen. An dieser Stelle möchte ich aber gern notiert wissen, verehrter Kollege Schäfer-Gümbel, dass Ihr Antrag zumindest dort auch richtige und wichtige Fragen aufwirft. Es ist in der Tat keineswegs sicher, dass ein Paradigmenwechsel von Fraport vom internationalen Hub für Netzcarrier zum Stützpunkt für Airlines im Low-Cost-Bereich überhaupt mit den Grundlagen des Planfeststellungsbeschlusses in Einklang zu bringen wäre. Auch wäre nach Vorlage der konkreten Planung, und darauf müssen wir dann wohl warten, auch zu klären, inwieweit die Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses eingehalten werden. Denn in seiner derzeitigen Form hat der Planfeststellungsbeschluss in sich auch eine logistische Konzeption, die auf Umsteigebetrieb ausgerichtet ist und nicht von sich aus für einen Low-Cost-Betrieb geeignet ist. Auch diese Anmerkung gilt es zu machen.
Deswegen wird man sich damit befassen. Aber dafür ist, und das sollten Sie auch nicht vergessen, die Planfeststellungsbehörde zuständig. Es ist nicht eine Entscheidung, die wir hier treffen können. Meine Damen und Herren, nicht nur politische und ökonomische Fragen stellen sich also in dem Komplex, sondern auch, welche die Planfeststellungsbehörde klären muss. Deswegen wird das sicherlich dieser Aspekt Flughafendebatte an vielen Stellen noch erneut auf uns zukommen, sodass das heute, da bin ich mir gewiss, nicht die letzte Debatte war, aber immer wieder, weil der Flughafen für uns alle und für das Land Hessen und darüber hinaus eine so überragende Bedeutung hat, natürlich immer wieder eine wichtige Debatte. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Letzte Woche fand ja das geplante große Versöhnungstreffen zwischen Fraport und Lufthansa statt. Streitpunkt war der Umgang mit Ryanair. Die Lufthansa ist sauer, weil Fraport die Billigkonkurrenz mit Rabatten lockt. Die Landesregierung hat sich ja selbst als Schiedsrichter ins Spiel gebracht. Dabei soll man schon einmal anmerken, dass diese Landesregierung die Rabatte ja überhaupt erst genehmigt hat und damit Teil des Konflikts ist und sich nicht als Schiedsrichter aufspielen sollte. Hier sind also zwei Konzerne, die ihren Profit gefährdet sehen, die Fraport, weil das Geschäft des Hauptkunden Lufthansa wegen der Billigfliegerkonkurrenz zurückgeht, und die Lufthansa, weil ihr Geschäft eben wegen der Billigfliegerkonkurrenz zurückgeht. Der Fraport hat gerade genau dieser Billigfliegerkonkurrenz von Ryanair den roten Teppich in Frankfurt ausgerollt, weil deren Geschäft wächst. Eben, und darauf ist richtigerweise hingewiesen worden, das Geschäft wächst mithilfe von Lohn- und Sozialdumping, meine Damen und Herren. Beide Unternehmen eint, dass sie eins wollen, nämlich mehr Wachstum, mehr Flieger, mehr Passagiere und mehr Profit. Die Eröffnung der Nordwestlandebahn, die noch immer Menschen verlärmt, die Grundsteinlegung des dritten Terminals, alles das wurde seitens des Unternehmens, seitens Fraport immer wieder mit Kapazitätsengpässen begründet, mit fragwürdigen Prognosen untermauert, die sich allesamt nicht bewahrheitet haben. Denn diesen Engpass gab es ja offensichtlich überhaupt nicht, wenn man jetzt die geschaffenen Kapazitäten versucht, durch Billigflüger überhaupt erst aufzufüllen, meine Damen und Herren. Und zu diesen Legenden, Legende ist Ihr Stichwort, Herr Boddenberg, diese Legenden, die Sie ja auch gerne verbreitet haben, waren ja die vielen neuen Arbeitsplätze, die entstehen sollten durch den Ausbau des Flughafens. 40.000, 60.000, 100.000, ich weiß gar nicht, was Sie da alles an Zahlen mehr genannt haben. Dabei haben wir ja nach der Eröffnung der Nordwestlandebahn gesehen, neue, direkt dadurch entstandene Arbeitsplätze, also zusätzliche Arbeitsplätze, sind kaum feststellbar. Und viele Arbeitsplätze, die es gibt, werden zusehend prekärer. Fraport-Tochtergesellschaften und Subunternehmer leisten sich bei den Bodenverkehrsdiensten einen Wettbewerb auf Kosten der Beschäftigten. Ein guter Teil der Beschäftigten sind mittlerweile Leiharbeiter. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einem, Zitat, zunehmend erbarmungslosen Absenkungswettbewerb um die niedrigsten Lohnkosten, die geringsten Qualifikationskosten und den knappsten Personaleinsatz. Und jetzt wird dieser Druck auf die Arbeitsbedingungen noch weiter zunehmen durch die Billigfliegerkonkurrenz, die als Extrawurst auch noch eine beschleunigte Abfertigung am Frankfurter Flughafen zugesagt bekommen. Meine Damen und Herren, diese Neuausrichtung auf die wachstumsstarken Billigflieger soll auch der Zweck des im Bau befindlichen Terminal 3, deshalb soll der Zweck verändert werden. Statt das Umsteigen der Lufthansa zur Verfügung zu stehen, den Umsteigern der Lufthansa zur Verfügung zu stehen, Fraport hat ja immer gesagt, dass die Vorfeldabfertigungen reduziert werden sollten, indem man das dritte Terminal baut, sollen jetzt mehr Flugsteige für Billigflieger zur Verfügung stehen, die vornehmlich dann wieder auf dem Vorfeld abgefertigt werden sollen. Das widerspricht also allem, was im Planfeststellungsbeschluss festgelegt wurde, der sowieso schon auf der Grundlage von sehr fragwürdigen Prognosen zustande kam. Ich finde, darüber müssen wir schon reden. Denn das zeigt einmal mehr, dass der Flughafenausbau mit falschen Versprechungen, mit falschen Tatsachenbehauptungen durchgesetzt wurde und dieser Planfeststellungsbeschluss wirklich die ganzen Prognosen, die dem zugrunde liegen, dieser ganze Planfeststellungsbeschluss eigentlich infrage gestellt werden müsste, meine Damen und Herren.
Auch der SPD ist ja in ihrem Antrag, den wir hier diskutieren, aufgefallen, dass der Flughafenausbau offenbar anderen Zwecken dienen soll als der Zukunftssicherung von Ausbildung und Arbeit. Das ist ein bemerkenswerter Erkenntnisgewinn. Wir hatten diese Ahnung ja schon etwas länger, meine Damen und Herren. Fraports Interesse ist einfach. Es geht um Wachstum. Es wird auch manchmal Entwicklungsmöglichkeiten genannt, aber letztlich geht es um die Profite von Fraport. Dazu braucht es mehr Passagiere und mehr Flugbewegung. Das freut die Aktionäre von Fraport. Für die Menschen in der Region bedeutet das mehr Lärm, mehr Schadstoffe, und es geht den Interessen der Menschen in der Region entgegen. Deswegen sagen wir, die Grenze des Wachstums ist lange überschritten. Dieser Flughafen darf nicht weiter wachsen. Ich bin froh, dass wir darüber reden. Diese Entwicklung schadet nicht nur den Anwohnerinnen und Anwohnern, sondern sie schadet auch den am Flughafen Beschäftigten, die ja nach gängiger Erzählungen ja eigentlich die Profiteure des Flughafenausbaus sein sollten. Durch die neue Billigkonkurrenz, die geht nämlich auf Kosten der Beschäftigten. Und da ist natürlich Ryanair ein Paradebeispiel. Seit Langem ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen Firmen aus dem Ryanair-Geflecht wegen Steuerhinterziehung und Sozialbetrug in Millionenhöhe. Der Spitzenverband der Krankenkassen. Ja, also wenn Sie Ryanair ein besonders sympathisches Unternehmen finden, Herr Pentz, bitte schön. Kurz, Ryanair macht sich ein Geschäftsmodell daraus, Beschäftigte einzuschüchtern, Geschäftspartner unter Druck zu setzen, Staaten um Steuern zu prellen und die Kunden bei Problemen im Regen stehen zu lassen. Und deswegen, Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Ryanair, wenn die Rabatte auslaufen, dann anstandslos den regulären Preis zahlen werden. Nein, Sie werden sich halt Ihre Flugzeuge abziehen und sich neue Schnäppchen suchen. Darauf läuft es doch am Ende hinaus. Das ist die Geschäftspolitik und das Ende der subventionierten Regionalflughäfen in Europa. Das stellt natürlich das Geschäftsmodell Ryanair infrage. Deswegen klopfen Sie jetzt bei den großen Flughäfen an. Ich finde, hier sollte ein Flughafen, der sich mehrheitlich in öffentlicher Hand befindet, eigentlich sagen, euch brauchen wir nicht, und vor allem extra würstig bekommt ihr hier nicht, statt dieses Sozialdumping auch noch durch billige Rabatte zu unterstützen, meine Damen und Herren. Aber leider ist das Gegenteil der Fall. Und Ryanair wird sogar noch schnellere Abläufe am Boden zugesagt. Am Ende wird das einen höheren Druck geben auf die Beschäftigten am Boden und in der Luft. Ja, meine Damen und Herren, das ist subventioniertes Lohndumping, und das an einem Flughafen, der sich mehrheitlich in öffentlicher Hand befindet. Und das betrifft natürlich auch die Fluggäste, weil das ist sicherheitsrelevant. Die Rundschau hat kürzlich geschrieben, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienste sich bereits um die Sicherheit sorgen, weil sie für die Abfertigung von Flugzeugen, die sie bisher in 40 bis 50 Minuten be- und entladen haben, künftig nur noch 25 Minuten haben sollen. Ich finde, diese Sorgen der Beschäftigten, die sollten wir in diesem Haus sehr, sehr ernst nehmen, meine Damen und Herren. Und natürlich dürfen wir nicht alleine mit dem Finger auf Ryanair zeigen. Die Lufthansa ist in diesem Spiel nicht etwa der edle weiße Ritter, denn die Lufthansa mischt bei den Billigpraktiken mächtig mit, auch auf Kosten ihrer Beschäftigten. Sie nutzt das Lohndumping von Ryanair geradezu, um die eigenen Beschäftigten unter Druck zu setzen. Die Lufthansa geht doch noch viel weiter, Herr Pentz. Sie strickt. Willkommen im Jahr des Respekts, das die Landesregierung ausgerufen hat. Die Lufthansa strickt mit Eurowings einen echten Billigflieger. Sie drückt die Kosten, und sie arbeitet an einem Franchise-Modell mit Subunternehmern in ganz Europa. Das könnte man ja auch einmal beim Parlamentarischen Abend der Lufthansa heute Abend thematisieren, meine Damen und Herren. Hier lassen sich die Auswirkungen der unlauteren Konkurrenz auf Kosten der Beschäftigten direkt ablesen. Bisher gute Arbeitsplätze sind gefährdet. Und immer mehr Maschinen, Strecken und Jobs werden zur neuen Tochter Eurowings verlagert, die sie jetzt auch in Frankfurt breit machen soll. Und ich finde, dieser Entwicklung darf nicht noch dadurch Vorschub geleistet werden, indem die Dumpingkonkurrenz Ryanair Rabatte bekommt und die dann auch noch durch die Landesregierung genehmigt werden. Weil klar ist auch, dass damit auch die Tarifverträge, die bisher guten Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, wenn man einer solchen Dumpingkonkurrenz den roten Teppich in Frankfurt ausrollt, meine Damen und Herren. Und wir hatten ja deshalb damals den Antrag eingebracht, die
Gebührenordnung nicht zu genehmigen. Und ich will darauf hinweisen, dass die Stadtverordnetenversammlung in Offenbach einstimmig den Verkehrsminister aufgefordert hat, diese Gebührenordnung nicht zu genehmigen. Eingebracht hatte diesen Antrag die SPD-Fraktion in der Offenbacher Stadtversammlung. Herzlichen Dank. Zugestimmt hat die CDU-Fraktion im Offenbacher Stadtparlament, die FDP-Fraktion, die Grünen, wir selbstverständlich auch. Also von daher will ich sagen, Herr Kaufmann, Sie wollen ja nicht alles ernstens der Offenbacher Stadtverordnetenversammlung unterstellen, Sie würde den Minister zu Rechtsbruch auffordern. Klang ein bisschen so in Ihrer Rede, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde diesen Beschluss der Offenbacher Stadtverordnetenversammlung sehr richtig und sehr weise, meine Damen und Herren. Hessen sollte ein Zeichen setzen und sich schützend an die Seite der Beschäftigten stellen und sagen, wir wollen kein Steuer- und kein Sozialdumping. Stattdessen entwickelt die Landesregierung immer neue Placebos, um das Unmögliche zu schaffen, nämlich die Belastungen für die Anwohner zu reduzieren und gleichzeitig Fraport in keinster Weise einzuschränken. Das kann aber logischerweise nicht funktionieren, und zwar weder durch ihre Lärmverschiebung noch durch eine Lärmobergrenze, die dazu führt, dass es noch viel lauter werden kann. Wer Fluglärm wirksam bekämpfen will, der muss die Zahl der Flugbewegungen reduzieren und deckeln. Da gibt es überhaupt keine Alternative dazu. Der Flughafen darf nicht weiter wachsen, denn jeder weitere Flug ist eine Belastung für die Menschen in den verlärmten Einflugschneisen, die unter Lärm und Schadstoffen leiden, und auch für Umwelt und Klima. Und deswegen alle klimapolitischen Absichtsregierungen des Landes, die sind doch ab Absurdum geführt, wenn man auf einen immer weiter wachsenden Flugverkehr setzt. Und deswegen sagen wir, wir brauchen einen Flughafen mit guter Arbeit, mit guten Beschäftigungsmöglichkeiten, der nicht auf Lohndumping Geschäftsmodelle aufbaut. Und wir brauchen einen Flughafen, der auch den Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner nicht zugegenläuft. Und deswegen mehr Schutz für Fluglärm und mehr Schutz für die Beschäftigten vor solcher Dumpingkonkurrenz. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler.